Gut, im letzten Film haben Sie jetzt gelernt, dass der Filter, eigene Filter, zum Schärfen eines Bildes eingesetzt werden kann. Und vermutlich haben Sie jetzt gesagt, okay, schön Michel, dieser Block geht unter die Kategorie, schön zu wissen, aber brauchen kann ich das ja nicht wirklich, weil ich habe ja so gut wie keine Einstellungsmöglichkeiten. In diesem Block zeige ich Ihnen jetzt, wie Sie den Filter, eigene Filter, so einsetzen, dass Sie ihn so verwenden können, dass Sie eine Fülle an Optionen haben, mit denen Sie den Grad der Schärfung steuern können. Ich werde das gleich in einer Aktion festhalten, werde dazu mal kurz ein neues Aktionsset machen, sage dann mal unscharf Maskierung. Eigener Filter. Erstelle auch eine gleichnamige Aktion, USM, eigener Filter. So, jetzt nimmt die Aktion meine Schritte automatisch auf. Zuerst werde ich mal eine neue Ebene erstellen. Das mache ich jetzt per Kurzbefehl mit Befehl Alt und J und sage da mal USM abdunkeln. Den Blendmodus dieser Ebene setze ich von Normal auf Abdunkeln und sage OK. Dadurch ist auch hier der Modus Abdunkeln. Das heißt, was immer der Filter, den ich jetzt anwende, also eigener Filter, was auch immer ich einstelle, ich verändere nur die dunklen Pixel und die helleren lasse ich stehen. Jetzt wähle ich Filter. Sonstige Filter, eigener Filter, lasse hier die Standardeinstellungen stehen und sage OK. Anschließend dupliziere ich die Ebene erneut mit Befehl Alt J. Die Alt-Taste drücke ich nur, damit ich hier einstellen kann, wie die Ebene heißen soll. Und ich sage jetzt hier nicht USM abdunkeln, sondern aufhellen und setze den Modus auf aufhellen. So, schauen wir uns mal an, was wir momentan haben. Das Bild wurde geschärft. Das war das Original. Hier sehen Sie die Variante des Bildes, wenn nur die dunklen Kanten, die mit dem eigenen Filter ja abgedunkelt wurden, eingeblendet werden. Also ähnlich wie der selektive Scharfzeichner, der in den erweiterten Optionen die dunklen oder die hellen Bereiche separat steuern kann. Das wären dann die hellen Pixel. Und das Freche an der ganzen Geschichte ist jetzt, dass Sie jederzeit getrennt für die dunklen und die hellen Halos, diese hellen und dunklen Kanten, die Deckkraft separat festlegen können. So können Sie zum Beispiel sagen, ich hätte gerne die Deckkraft der dunklen Ebene etwa bei 75%. Währenddem ich die Deckkraft der hellen Ebene vielleicht lieber bei 85% hätte. Je nachdem, wo eine Kante störend erscheint, kann ich die jetzt einfach wegnehmen. Ganz praktisch. Ich stelle da mal beide wieder auf 100% und möchte Ihnen noch etwas weiteres zeigen. Wenn ich diese Ebene, zum Beispiel die Abdunkeln-Ebene, doppelklicke und hier mit der Alt-Taste diese Regler etwas halbiere, etwas auseinandersprenge, kann ich hier mit diesen Reglern da sagen, dass die abdunkelnde Ebene in den absoluten Tiefen nicht mehr wirken soll. Das heißt, die absoluten Tiefen wären dann hier zum Beispiel das Schwarz im Baumstamm. Da wird nichts mehr versucht zu schärfen. Und auf der anderen Seite kann ich dann hier mit Doppelklick diese Bereiche sprengen. Wunderbar. Jetzt habe ich ebenfalls weitere Editiermöglichkeiten eingebaut. Ich habe die Deckkraft getrennt für die hellen Pixel und die dunklen Pixel des USM-Effektes. Und ich habe mit dem Ausblenden hier die Möglichkeit zu sagen, welche Pixel überhaupt nicht geschärft werden sollen. Damit wären wir jetzt von der Kontrolle her eigentlich schon weiter als das, was wir mit unscharf maskieren oder dem selektiven Scharfzeichner machen können. Natürlich können Sie diese Tipps ebenfalls mit unscharf maskieren und selektivem Scharfzeichner kombinieren.
Ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter und markiere beide Regler, werde das Ganze in eine Gruppe wandeln, sage dem da USM, eigener Filter. Jetzt habe ich nämlich die Möglichkeit, die Ebene hier manuell ein- und auszublenden und sage anschließend, ich hätte gerne eine Ebenenmaske und werde jetzt mit Bildberechnungen einfach ein Graustufenbild der hinteren Ebene, die ich da habe, ich sage jetzt mal der Originalebene, im Modus Normal in diese Maske hier einblenden lassen. Sage okay. Das wäre sie. Und dann wähle ich Filter, Stilisierungsfilter, Konturen finden, kehre das Ganze mit Befehl I um, gehe hier noch ins Maskenpanel, zeichne das Ganze mit einem Pixel weich und reduziere die Deckkraft der Maske auf ungefähr 75%. Jetzt wird hier, wo es dunkel ist, praktisch nicht geschärft und dort, wo es hell ist, wird sehr viel geschärft. Damit hätte ich jetzt die Wirkungsweise des Filters weiter reduziert. Die Aktion, die kann ich jetzt hier stoppen. Ich muss sagen, die ist jetzt vermutlich nicht sehr effektiv. Diese Aktion, ich habe nämlich vergessen, dass die läuft. Und immer wenn ich zum Zeigen eine Ebene ein- oder ausgeblendet habe, wurden diese Schritte jetzt auch aufgenommen. Nichtsdestotrotz sollte sie funktionieren. Wenn ich die hier laufen lasse, sollte genau das, was ich jetzt getan habe, noch einmal erstellt werden, wie Sie hier sehen. Die Ebenen sind da, soweit alles okay. Wenn ich da reingehe, tatsächlich, all diese Schritte wurden aufgenommen. Das ist das fertige Resultat. Wenn wir das begutachten wollen, ich zoome mich da vielleicht mal in diese Bereiche näher ran. Und dann sehen Sie, wie wir hier tatsächlich einen USM, einen Unscharfmaskieren-Effekt haben. Und wenn ich die Maske da komplett deaktiviere, wird entsprechend mehr geschärft. Wenn ich sie nicht deaktiviere, weniger. Und mit der Deckkraft der Maske können Sie hier selber bestimmen, wie stark diese Maske Bereiche abdecken soll. Oder Sie können mit einem schwarzen bzw. weißen Pinsel selber Bereiche nachfahren, die Sie nicht wünschen. Zusammengefasst können wir jetzt sagen, wir haben ein Riesenarsenal an Einstellmöglichkeiten für die Schärfung. Wir haben die Deckkraft des Filters. Wir haben die Schärfe des Filters. Wir haben die Deckkraft der ganzen Gruppe. Damit können wir den Effekt als Ganzes schwächer gestalten. Wir haben Deckkraft der einzelnen Ebenen für aufhellen, also für die hellen Pixel, und die Deckkraft für die dunklen Pixel. Wir haben das Verblassen der Tonwerte in den einzelnen Ebenen hier und entsprechend auch beim Abdunkeln drin. Und wenn Sie jetzt immer noch zu wenig Korrekturmöglichkeiten haben, können Sie sogar noch Ebenenmasken getrennt für die dunklen und die hellen Bereiche erstellen. Und dann haben Sie eine Unscharfmaskierung, die rein von den Möglichkeiten her mehr bietet als alles, was Sie sich sonst erträumen können. Natürlich sind all diese Techniken, dieses Aufsplitten in dunkle und helle Bereiche, dieses Wegblenden der Tonwerte, das sind alles Techniken, die auch möglich sind mit anderen Schärfefunktionen. Das ist jetzt nicht an den eigenen Filter gebunden. All diese Techniken habe ich in meinem E-Book zum Thema Unscharfmaskierung lang und breit gedrückt und habe dort wirklich alles erklärt. Das war jetzt einfach mal eine weitere Idee, wie Sie einen unscheinbaren Filter wie eigene Filter produktiv einsetzen können, um damit Bilder zu schärfen. Weil, wie schon im letzten Film gesagt, der Effekt vom eigenen Filter ist anders als der Effekt unscharf maskieren oder der selektive Scharfzeichner. Sie wählen den Filter, der Ihnen am besten zum Bild passt. Jetzt haben Sie einfach noch einen Filter mehr im Repertoire, den Sie zuvor vielleicht nicht gekannt haben. Und damit können Sie dann Ihre Möglichkeiten hoffentlich noch mehr ausschöpfen. Es grüßt Sie ganz herzlich, Ihr Euer Michel Mayer.